Heute customizen wir die Air Force One für den Gewinner oder für die Gewinnerin des Gewinnspiels. Ich habe was vergessen zu sagen, Leute. Der Gewinner wird am Ende des Videos bekannt gegeben. Das heißt, bis zum Ende schauen und schreibt in die Kommentare, wie euch die Schuhe gefallen. Würde mich echt interessieren. Respect the drip, Karen. Den letzten Air Force, den ich designt habe, diesen hier, der war ja in einem Cartoon-Style. Heute werden wir auch in so einem leichten Cartoon-Style bleiben, aber dieser hier wird richtig, richtig geil werden. Die Schuhe sind prepared, jetzt können wir mit dem Design starten. Ich werde mit dem Bleistift mal das erste Design. Ich werde jetzt auf die Schuhe mal das erste Design draufzeichnen. Leute, die Schuhe sind mal vorgezeichnet. Ich werde jetzt mal ein kurzes Sneak Peek euch da geben. Vorne ist es mir musterbelastet. Hinten werde ich es mir doodle-mäßig lassen. Die werden richtig, richtig geil. Hier auch ein nice, süßer Dolphin. Genauso hier auf der anderen Seite vorne mir musterbelastet. Meine Marke. Nice Piasato-Logo. Zuerst, wie ihr seht, mal Farbe und so. Und dann kommt ja der magische Teil. Und zwar die Schwarz und die richtigen Striche dort setzen, wo sie hingehören. Weil dann kriegt der Schuh erst richtig seinen nice Flair. Die Hauptfarben sind einmal fertig. Er sieht einmal so aus. Ziemlich nice, aber er ist noch lange nicht fertig. Genauso wie beim letzten Schuh kommen jetzt die schwarzen Streifen hinzu. Und die schwarzen Streifen und die schwarzen Umrandungen sind das, was den Schuh dann richtig geil erst macht. Ich bin auch schon sehr gespannt, wie die Figuren dann werden. Aber das werden wir jetzt dann gleich sehen. Die Schuhe sind finally fertig und jetzt der Reveal. Jetzt werden wir vorher noch das Tape runterziehen, was sehr, sehr satisfying sein wird. Jetzt kommen die Schuhbänder rein und dann let's go with the cinema. Die Schuhe sind endlich fertig, es hat einen ganzen Tag gedauert, aber ich bin mehr als zufrieden mit dem Ergebnis. Natürlich Leute, jetzt wird der Gewinner des Gewinnspiels announced. Und der Gewinner des Gewinnspiels ist, Doppelwirbel bitte, Martin Ladek. Yes, Martin, du bist der Glückliche. Du hast die Air Force One gewonnen. Falls du jetzt nicht so viel Glück hattest, keine Sorge, in einem Monat kommt das nächste Gewinnspiel. Aber dazu gibt es dann noch mehr davon auf Instagram. Martin, ich werde dir noch auf Instagram schreiben und wir werden es dann ausmachen, wie du die Schuhe bekommst. Falls dir das Video gefallen hat, lasst ein Subscribe da bitte, Support wäre echt fein. Außerdem, falls ihr mehr Behind the Scenes sehen wollt, schaut vorbei auf Instagram und auf TikTok, dort werdet ihr immer up to date sein. Falls es wen interessiert, ich zeige jetzt noch zum Schluss, wie ich zu der Auswahl gekommen bin. Und zwar habe ich die Zahlen der Kommentare genommen, habe so einen random Zahlengenerator aus dem Internet genommen und habe jeweils die von der Story und die von Instagram und so hergenommen. Und dann zum Schluss habe ich die erste random Zahl genommen und die zweite random Zahl, habe zwischen der eine random Zahl generieren lassen und in dem Fall war sie näher bei der 20 und somit hat Martin Ladek gewonnen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Respect the Drip, Leute. Respect the Drip, Karen. Peace.